Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 14. November. Heute haben wir dabei Facebook, Google One, Spotify, Snapchat und Bitmoji. Beginnen tun wir mit Facebook und die wollen jetzt an LinkedIn ran. Sprich, die wollen LinkedIn ein bisschen Business wegnehmen in Sachen Business Networking und haben dafür ja auch schon die ersten Schritte in den letzten Monaten eingeleitet. Unter anderem kann man ja mittlerweile auf einer Facebook-Seite auch Jobs posten und es gibt auch das Thema Mentoring und jetzt ist der nächste Schritt da und der heißt Learn with Facebook und das ist ein Lernportal und LinkedIn hat ja LinkedIn Learning, wo ich ja selber auch als Videotrainer aktiv bin und anscheinend möchte Facebook da wohl auch ungefähr so ein bisschen in die Richtung zumindest. Zum Anfang gibt es auch nur 13 Module. Die haben unterschiedliche Längen und unterschiedliche Inhalte, aber es geht derzeit dort um Social Media Marketing, Digital Storytelling und wie man sich entsprechend gut für einen Job verkaufen kann. Das ist erstmal sehr überschaubar, aber wie wir wissen, was am Anfang überschaubar ist, kann man auch ganz schnell wachsen, wenn man ein bisschen Gas gibt. Und die Marschrichtung finde ich jetzt eindeutig klar. Facebook denkt, dass der geschäftliche Sektor ein lukrativer ist und geht dementsprechend den Platz hier in dem Bereich LinkedIn jetzt an. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Ich halte auf jeden Fall ein Auge drauf, aus eigenem Interesse schon und finde das extrem spannend. So, Google. Google hat ja Google One angekündigt, praktisch der Nachfolger zu Google Drive mit mehr Speicher als vorher und der Möglichkeit, den Speicher auch zu teilen zwischen verschiedenen Familienmitgliedern. Und was lange angekündigt ist, rollt jetzt auch derzeit wirklich raus, wie der Kashi berichtet. Denn die ersten Nutzer bekommen ihre Mails und die Google Drive-Angebote, die diese Mitglieder dann abonniert hatten, die werden auch umgestellt auf Google One. Neue Mitglieder, also neue Google One-Käufer, können dies derzeit noch nicht über die Website machen. Wird wohl erstmal der Altbestand rübergeschoben. Und ja, es passiert, falls ihr Google Drive nutzt, guckt mal in eure Mailbox, vielleicht seid ihr auch schon dabei und könnt das neue Google One nutzen. Wenn ihr damals beispielsweise bei Google Drive 1 Terabyte hattet, dann habt ihr jetzt 2 Terabyte und wie gesagt, bis zu 5 Familienmitglieder können auf dem Abo verwaltet werden, sprich die 2 Terabyte könnte man dann entsprechend bei 4 Leuten auf 500er Häppchen aufteilen und dementsprechend zuweisen. Ja, nächstes Thema, Spotify. Die haben jetzt überraschend aus dem Nichts praktisch eine Apple Watch App rausgebracht. Das ist in vielerlei Hinsicht ja ganz interessant. A, weil generell die Apps von der Apple Watch eher weggehen. Aus unterschiedlichsten Gründen gibt es immer weniger Apps, die für die Apple Watch gemacht werden. Und gleichzeitig fehlt einem auch zum Beispiel die Spotify-App, die natürlich auch mit der Apple Music-App auf der Apple Watch einen großen Konkurrenten hat. Und nun gibt es zumindest einen Anfang, denn die kann noch nicht so viel, die neue Spotify-App für die Apple Watch. Die kann zum Beispiel nicht offline Musik runterladen, was für mich zum Beispiel sehr wichtig wäre. Wenn ich rausgehe und laufe, möchte ich halt Musik hören, die ich runtergeladen habe. Das tue ich derzeit noch mit iTunes auf meiner Apple Watch. Aber derzeit, wenn man eben Spotify die App drauf hat, kann man damit nur sein Spotify vom Telefon steuern, muss also praktisch auch sein Telefon mitnehmen. Spotify selber hat gesagt, da wird sich noch was ändern, es wird noch Updates geben und auch der Offline-Modus wird wohl oder soll wohl kommen. Ob Spotify da vielleicht auch mit Apple verhandeln muss, man weiß es nicht. Aber vielleicht tut Apple ja auch ganz gut, mal die Konkurrenz reinzulassen. Das ist ein Thema, wo ich auf jeden Fall auch dranbleiben werde, auch wieder aus Eigeninteresse. Denn ja, Spotify-Nutzer und die Apple Watch fürs Laufen, da würde ich gern mehr sehen. Letztes Thema für heute sind eigentlich mehrere Themen, aber alle gehen um Snapchat. Snapchat hat nun Friendship Profiles rausgebracht. Das sind Profile für Einzelpersonen oder auch Gruppen, in denen ja so eine Art Album angelegt wird. Also sprich, in dem Album sind dann alle
Videos, Webseiten, Songs und Fotos, Videos, was man so teilt, unter Freunden schön gespeichert und ja, schön aufbereitet, dass man so eine Art Freundschaftsalbum hat. Ja, dass man das so wirklich so jetzt wirklich brauchte und ob die Nutzer darauf einsteigen, ich weiß es nicht. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es bei diversen Gruppen und Menschen populär ist, aber vielleicht nicht für die breite Masse. Trotzdem, ja, nette Idee auf jeden Fall und mal ein Differenziator wieder zu Instagram und deren Stories, die sowas noch nicht haben. Und hier wird einfach dann, sag ich mal, einfach die persönliche Karte ausgespielt, der Kontakt unter Leuten und den Versuch zu intensivieren, was natürlich auch gut ist, weil die Leute da natürlich viel, ja, schlechter, in Anführungsstrichen, Snapchat verlassen können, wenn da ihre Freunde so schön aufbereitet in einem Album sind. Nächstes Thema von Snapchat, das ist Bitmoji. Das sind ja die Comicfiguren, die man selber gestalten kann, die aussehen wie man selber, mittlerweile sogar halbwegs automatisch. Die bekommen jetzt einen eigenen Merchandising-Store. Dort kann man halt T-Shirts, Sweatshirts, Tassen, iPhone-Cases und diverse andere Sachen mit seinem Bitmoji-Avatar verziert kaufen. Ja, das startet erstmal in den USA und fängt bei $2 für Sticker an und geht wohl hoch bis $27 für Sweatshirts, alles wahrscheinlich ohne Steuern und Versand. Das kommt auch nochmal drauf, also ja, verschenkt wird da auch nichts. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, um mal wieder Geld reinzubekommen, denn das hat Snap, die Mutterfirma von Snapchat, ja durchaus nötig. Und es gibt noch ein weiteres Thema, auch wieder, wie gesagt, Snapchat und auch wieder Bitmoji. Bitmoji haben ja damals als Comicstrips angefangen, wo man sich selber eine Art Comic setzen konnte. Der wurde dann auf Facebook veröffentlicht und dadurch wurde Bitmoji generell erstmal populär. Und dann hat Snap das gekauft und mehr oder weniger den Shift rüber gemacht dazu, dass Bitmojis einfach so virtuelle Abbilder in Comicform von einem selbst sind. Und nun kommen die Bitmoji Comics zurück. Und zwar heißt das dann Bitmoji Stories. Die erstellt Snapchat und der Nutzer mit seinem Bitmoji spielt eine Rolle in den Comics. Entweder nur der Nutzer oder auch zwei Leute, also der Nutzer und noch ein Freund. Ganz wie es passt. Und der Content wird dann von Snap zur Verfügung gestellt und die Hoffnung ist natürlich logischerweise, dass die Leute gucken, weil sie halt selber da mitmachen, also ein Bestandteil der Geschichte des Comics sind. Und ja, gucken wir mal, wie das ankommt. Also auf jeden Fall viele Versuche von Snapchat, um ja, die Nutzer zu bewegen, auf der Plattform zu bleiben und auch aktiv zu sein. Tja, bei mir ist Snapchat ein bisschen runtergegangen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, naja. Aber ich hoffe zumindest, dass bei euch der Wille besteht, morgen wieder zuzuhören am Donnerstag. Würde mich sehr freuen. Kommt gut in den Mittwoch. Habt einen schönen Tag und bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.